Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe Florian dabei. Yay! Genau. Mega viele von euch hatten sich gewünscht, dass wir zusammen mal auf meine alten Videos reagieren. Und genau das ist heute der Plan. Außerdem haben wir auch noch auf Florians Kanal ein Video gemacht. Und genau, wir haben auf alte Fotos reagiert. Also die kennt ihr gar nicht, sondern das sind private Fotos von uns. Schaut da gleich auf jeden Fall vorbei, weil sehr lustig. Und wie gesagt, das sind noch nie gezeigte Fotos von uns, die wir dort zeigen. Ja. Aber erstmal fangen wir an mit meinen alten Videos. Heute ist der erste Teil von diesem Video und wir schauen uns die Videos an, die ihr auch noch theoretisch sehen könnt. Wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr auch noch die Videos sehen wollt, die mittlerweile weg oder privat oder sonst wie sind, lasst uns definitiv einen Daumen hoch da und ja, dann machen wir das Ganze vielleicht hier nochmal in der Special-Version. Okay, scrollen wir erstmal zurück und schauen uns mal das erste Video an, was jetzt noch zu sehen ist. Dann sind deine Haare da noch kurz oder kürzer, ne? Ja. So bisschen. Schulter oder knapp über Schulter? Nee, gerade so Ohren. Echt? Mhm. Genau. Das erste Video, was ihr sehen könnt, ist ein What's in my bag Video. Hallo meine Lieben, ich bin Julian. Mein heutiges Video ist ein What's in my bag Video. Und die passende Tasche, über die ich heute reden werde, beziehungsweise über ihren Inhalt, ist meine neueste Errungenschaft. Und zwar ist es die Michael Kors Hamilton in der Grommet-Version. Ja, schwarzes Leder, ein paar goldene Löcher drin. I love it! Scheiße! Dann fangen wir gleich mal an. Als erstes habe ich hier meine Kopfhörer. Meine Kopfhörer. Und zwar sind das die Beats Studio... whatever, in weiß. Die habe ich immer dabei, wenn ich in der Straßenbahn sitze oder sonst was. Ich laufe damit nicht wirklich durch die Gegend. Das oh, das Make-up, Schatz. Entschuldigung, aber... Ich habe gedacht, ich sehe heiß aus. Heiß. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? 2,5 Monate später habe ich angefangen, so als Make-up-Artist zu arbeiten und ich wurde so eingestellt. Krass, oder? Stimmt, das war auch in der Zeit, ne? Ja, das war kurz danach. 2,5 Monate später hatte ich den Job. Spuren wir von der Zeit jetzt ein bisschen vor? Ja. Oh, die Anfangsphase war echt schlimm. Krass, wie viele Videos du hast. Ja, fast 300 Stück sind auf meinem Kanal. Ich will das Make-up. Das da? Nein, daneben. Das daneben, das privat. Das können die gar nicht mehr sehen. Das wäre was fürs nächste Mal. Das wäre was fürs nächste Mal, ja. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr das sehen wollt, weil das will ich sehen. Das daneben, was ist das? Das? Hochzeits-Make-up-Tutorial. Das ist gar nicht so scheiße. Nee, das Make-up finde ich auch nicht verkehrt. Aber mein Gesicht und meine Arme, ich sehe aus wie ein Affe. Und irgendwie überbelichtet oder was ist da passiert? Ja, das war meine ganz alte Kamera und mit der konnte ich nicht so gut umgehen. Weil man sieht einfach nur ein weißes Gesicht. Au! Mir noch ein paar letzte Tipps und Tricks drauf, seid ihr heute bei mir genau richtig. Und da wir Bräuche generell im Stress sind, lasst uns direkt mal anfangen, ohne viel Zeit zu verlieren. Krass, habe ich dünne Ärmchen. Ein Hochzeits-Make-up-Tutorial, sondern es ist nichts Wichtigeres. Das ist gar nicht so kacke. Das ist ein Jahr später. Okay, jetzt ein Video, wo die Haare schon mal ein bisschen länger sind. Nie wieder Damenbart. Da sind die Haare schon ein bisschen länger, aber noch nicht so lang wie jetzt. Ja. Hallo, meine Lieben. Meinem heutigen Video geht zum Thema, wenn es euch mega interessiert, wie ich es aus den Kommentaren herausgelesen habe. Und zwar all about that beard. Halt deine Fresse, und was läuft? Mein Engel. Also ich rede immer noch viel Englisch zwischendurch und hau einfach so ein paar Wörter raus, aber einfach so ganz dumme Sätze, die gar nicht witzig sind. Warum mache ich das? Beim Einmassieren gebe ich mir echt viel Mühe, damit wirklich jeder Mikrometer von meiner Haut. Das sieht aus wie ein Schell. Ich muss sagen, ich war in dieser Zeit mega aufgedreht, immer so
nicht schön, wo ich einfach nur denke, ich war nicht ich. So, ich hatte halt irgendwie mega... Nee, aber ich glaube, das ist dasselbe. Also mir geht es so, wenn ich alleine vor der Kamera stehe und für euch Videos mache, bin ich auch, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich so... Ja. Keine Ahnung. Das ist ganz komisch. Ich glaube, das ist ganz schwierig nachzuvollziehen, wenn man es selber noch nie gemacht hat. Macht mal die Kamera an, stellt euch davor und redet mal. So, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit war das für mich ein bisschen schwierig, weil ich mich halt selber irgendwie voll unter Druck gesetzt habe. Und ja, das sind nicht so meine Lieblingsvideos, weil ich mich halt einfach nicht wiedererkenne. Okay, schauen wir uns mal was an, wo das Make-up schon so ein bisschen besser wurde. Ja, das ist schön. Das ist richtig schön, Schatz. Das war die Duckface-Phase. Manu! Voll mobbing! Ja, also der Make-up-Look an sich ist hübsch. Ich finde es erschreckend zu sehen, wie mein Gesicht halt vorher geschminkt aussah. Vor der OP meine ich. So, ich persönlich muss halt schon sagen, es ist krass, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie mein Gesicht halt irgendwie jetzt halt im Vergleich aussieht. So, verstehst du, was ich meine? Mhm. Schminkst du dich jetzt mittlerweile anders? Ja, also? Definitiv. Auf jeden Fall. Also allein, wie ich meine Kontur setze, wie ich meine Augenbrauen mache, Bronzer, das ist ähnlich. Klar, so, du kannst das Rad nicht neu erfinden, aber ich passe es halt irgendwie besser an das Gesicht, so an sich an. Okay. Also es sieht anders aus, auf jeden Fall. Ja, mega. Wobei die Augen mir da richtig gut gefallen. Ich weiß, welches Video ich mir angucken möchte. Und zwar das erste Video mit Florian. Unsere Love Story, das weiß ich nämlich noch. Florian hat immer gesagt, wenn du die 100.000 Abonnenten knackst, dann machen wir ein Video, weil er das für so unwahrscheinlich gehalten hat. Und ja, dann ist es aber doch passiert. Nein, ich wollte dich pushen. Ich habe es nicht für unwahrscheinlich gehalten. Okay. Also ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber... Naja. Ja. Schnell ist auch relativ, aber... Hallo ihr meine Wunderhübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben es vor ein, zwei Tagen echt geschafft und wir sind 100.000. Oh mein Gott, hätte man mir das vor 10 Jahren erzählt, dass ich das mal irgendwann hier passiert. Aber da ist das Make-up richtig gut. Das ist Make-up hübsch, aber das ist mein Gesicht echt hässlich. Ich brauche eure Unterstützung und jeder Einzelne dort draußen, der sich entscheidet, sein. Hier ist er. So meine Hübschen, hier ist er, hier ist Florian, hier ist mein Mann. Viele von euch haben sich ja Ewigkeiten gefragt. Ganz ehrlich, wer ist er? Wie sieht er aus? Was macht er? Bei Instagram kommt ich Das ist komisch. Ja, also ich mag es nicht, mich selber zu sehen. Warum? Boah, ich finde es so schlimm. Auch wenn ich die Videos Voice-Over mache. Ich hasse es, mich selber zu sehen. Okay. Ich hasse es, mich. Auch da bin ich schon wieder so... Ich finde das auch ähnlich, weil viele sagen ja auch, ich kann meine eigene Stimme nicht gut hören. Also ich mag das nicht, die zu hören. Weil die halt im Kopf anders klingt als in echt. Ja, das kommt auch dazu. Aber das Schlimmste ist, wenn man sich dann selber sieht und ist so, was habe ich mir dabei gedacht? Vor allen Dingen, wenn das so lange her ist. Oh Mann. So lange ist nächstes das ja noch gar Video. Nicht her. Du die ganze Zeit nur so. Ich bin halt echt schon so ein bisschen verguckt, bei mir geht das echt schnell. Das ist schon sehr toll und hat echt irgendwie alles. Und du redest die ganze Zeit. Ich rede die ganze Zeit. So, Florian hat so 10 Wörter im ganzen Video. So, hallo, ja, stimmt, okay. Ja, ich wollte dich halt irgendwie so ein bisschen beschützen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich rede, dann musst du nicht, weil ich weiß, wie sehr es dich stresst zu reden. Stimmt. Ja, wenn ich alleine vor der Kamera stehe, dann geht das nicht. Dann muss ich ja reden. Deshalb rede ich jetzt auch mehr vor der Kamera. Ja, es wird doch immer besser. Ich werde immer wärmer mit euch, genau. Florian macht das ganz toll. Schauen wir uns doch mal eins der OP-Videos an. Die sind ja noch gar nicht so lange her, aber mir persönlich fällt es schon ein bisschen schwer, mich halt so selber kaputt gemacht zu sehen. Ja, gucken wir da mal rein. Chat.
Ich werde auch gerade jetzt wieder so ein bisschen emotional, aber an sich ist alles gut. Gleich vorm Schlafen gehen darf ich meine Scheißegal-Tabletten nehmen und dann ist alles gut. Genau. Ich habe euch ganz so lieb. Wir sehen uns morgen nochmal ganz kurz vor der OP. Und ja, jetzt ist erstmal Schlafen gehen. Ich hatte solche Angst. Hey, ihr Hübschen, es ist der Tag meiner Operation. Hey, das hier ist mein Outfit of the Day. Mit ja, wundervolle Thrombosestrümpfe oder wie heißt das? Ja, und solche Slipper. Und das Händchen ist hinten offen. Genau. Das ist nicht rückenfrei, sondern hinternfrei. Ich werde hier in 10 Minuten abgeholt. Und ja, dann geht's los. Ah nee, das war... Das ist was anderes, die alten Technik. Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade meine Scheißegal-Tablette genommen, weil ich gerade so ein bisschen emotional bin. Was vollkommen affig. Hallo Schatz, jetzt bist du im Bild. Hallo. Für alle denken, ich sehe jetzt scheiße aus. Ihr hättet mich noch vor einer Stunde sehen sollen. Ich habe die beste Nachtkrankenschwester der Welt. Die Augen, Schatz, wie dick die geschwollen sind. Oh ja. Das war wirklich nicht so einfach. Oh, das tat mir so leid. Ich glaube, für dich war das halt eh die krasseste Zeit, glaube ich, ever. Ich weiß halt einfach, dass ich das niemals alleine ohne dich hätte durchgestanden. Die komplette Zeit der OP. Auf gar keinen Fall. Niemals hätte ich das geschafft. Niemals. Es waren ganz viele andere Patienten in der Klinik, die das halt alleine gemacht haben, aber ich weiß halt einfach, dass ich das nicht gekonnt hätte. Kein Ding. Aber andererseits mache ich auch mal ganz viel für Florian. Ja, was? Hallo? Nein. Ohne Scheiß, ich will... Du kannst es auch einfach mal stehen lassen, dass nee. Ich mal wieder einen Witz auf deine Kosten gemacht habe. Aua, ich werde hier misshandelt. Sag doch einfach, dass ich auch lieb bin. Hörst du dann auf, mich zu schlagen? Du bist auch lieb. Julia macht richtig, richtig viel für mich. Also in der Vergangenheit hat sie mich so hart unterstützt in so vielen schwierigen Momenten und auch jetzt alleine, was du alles auf YouTube für mich machst, alleine wäre ich nicht auf YouTube. Definitiv nicht. Also geht schon damit los, dass ich Schwierigkeiten habe, die Kamera anzumachen. Also, aber ich finde, ich mache die Kamera an und denke, ich filme, passiert aber nichts. Also man muss auf den Aufnahmeknopf drücken. Das ist halt einfach alles ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, wir machen das als Team ganz gut. Wir ergänzen uns schon sehr, sehr gut. Sehr schön. So, ihr Hübschen, ich glaube, das war es dann aber auch schon für heute. Wie gesagt, wenn ihr noch einen zweiten Teil von dieser Art von Videos sehen möchtet, wo wir uns die Videos angucken, die nicht mehr öffentlich auf meinem Kanal zu sehen sind. Weil sie richtig peinlich sind. Richtig peinlich oder halt richtig alt und... Nee. Nee. Also ich tue mich sehr schwer damit. Da müsst ihr ordentlich Rambazamba für machen, dass ich die alten Kamellen rauskram. Ja. Aber ja, vergesst jetzt definitiv nicht, auch auf Florians Kanal vorbeizuschauen, wo wir uns die alten Fotos von uns zusammen angucken. Wir sind genau, wie gesagt, das ist, habt ihr noch nie gesehen, haben wir noch nie gezeigt. Ja, in den letzten 5,5 Jahren sind einige Fotos zustande gekommen. Mhm. Und die auch einige sehr peinliche Fotos, definitiv. Naja, aber in diesem Sinne, ich würde sagen, das ist alles, was wir heute zu sagen haben, bis wir uns das nächste Mal sehen. Tschüss. Habt einen schönen Tag.